Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Staffel 3, Folge 3, der 51. Episode der Serie Officer of the Day mit dem tollen deutschen Titel Muttertag in Seoul. Ich bin heute euer Offizier des Tages und mit mir sind meine Gefolgsleute. Die Dela. Der Sven vom Dienst. Der bestohlene Arnim. Die Judith. Und der Wachmann Stefan. Ja, und wer nicht da ist, ist Henry. Der ist nämlich in Seoul. Und das heißt, wir haben wieder Burns und Margaret im Kommando. Ja, dass man merkt, dass das Major-Quadrat wieder in Charge ist, sieht man gleich, dass es mit schiefen Trompetentönen und einer Flaggenparade losgeht. Wobei sie jetzt im Vergleich zu anderen Staffeln ja keine Flaggenparade mehr machen, sondern sogar noch Salut schießen lassen, was dann die schrägen Trompetentöne wenigstens beendet, weil die Trompete außer Hand geschossen wird. Autsch! Ja, wir brauchen auch keine Flaggenparade in dieser Folge, wir haben Colonel Fleck. Das ist richtig, auch ein sehr, sehr großer Sympath. Ja. Also auf gut Deutsch, Frank hat das Kommando mit Margaret zusammen, sagt dann auch noch, ja, wenn sie irgendwas wollen, können sie auch dem anderen Major Bescheid sagen, ich stehe mit ihr Tag und Nacht in Kontakt. Mhm. Und danach gibt ja Frank die Offiziers vom Dienst Duties, also die Aufgaben, einfach mal ab an Hawkeye und sagt, ja, jetzt ab sofort bist du für diesen Laden verantwortlich. Kurze Frage zu diesem Ding, was da am Anfang gelaufen ist. War das ein Morgenappell? Eigentlich schon, oder? Ja. Ich glaube, es sollte einer noch sein, ja. Ja, weil am Ende sagt er hier, es ist so von wegen Zapfenstreich zu Ende. Der ja eigentlich eher am Ende eines Tages kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist eine wirre Mischung aus allem. Okay. Also die Flaggenparade kommt normalerweise bei festgelegten Sonnenaufgang und Untergang. Morgenappell ist, wenn du Morgenappell machen willst. Salutschießen ist, wenn ein wichtiger Gast nochmal zu Gast ist. Also es ist so alles durcheinander, aber das ist wieder sehr typisch Frank. Also so, ich frage mich auch, wo er diese Salutkanone her hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und im Endeffekt, Hawkeye wollte eigentlich nur pennen nach ewig langer Opererei und dann kommt unser Lieblingsgeheimdienstmensch und sagt ihm, ich habe hier denn doch nochmal einen Gefangenen, den Sie mir bitte wieder zusammenflicken, damit wir ihn erschießen können. Und danach dreht sich die restliche Folge eigentlich nur drum, wie man verhindern kann, dass dieser entsprechende Mensch ausgeliefert wird, während Klinger in immer wieder interessanteren Kostümen gerne zum Muttertag oder Vatertag nach Seoul möchte. Genau, und die Folge endet damit, dass der Gefangene abtransportiert wird, der Gefangene allerdings eine relativ lange Nase hat und auch ein sehr nettes Abendkleid hat unter der ganzen Decke und der Geheimdienstmensch mit Klinger zusammen erstmal wegfährt. Weil eine Sache muss ich noch dazu schieben, weil wir haben ja auch ein halbes Dutzend Einheimische, die alle unter demselben Namen sich behandeln lassen müssen. Genau, it's our, wie war das? Kim Luck Tag. Kim Luck Day. Ja, und natürlich noch den Schneider mit seinen beiden hilfreichen Gehilfen. Ja, die hilfreichen Kinder mit den klebrigen Fingern. Wenn ihr es auf Englisch geguckt habt, heißt es da auch Kim Luck Day oder haben sie irgendeinen Witz gemacht mit Lucky Day oder sowas? Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Denn ich hätte eigentlich einfach zurückspulen können und es mir angucken, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass da eine Übersetzung nicht so ganz geglückt war. Nee, also ich glaube, sie haben es so gelassen. Ah, nee, der hieß Kim Lucky Day. Kim Lucky Day, ich sehe es ja auch gerade, genau. Ja. Wie steht ihr denn in dieser Folge tatsächlich zu unserem Geheimdienstmann? Wir haben ihn ja schon mal kennengelernt und da war er zwar auch schon ein Arschloch, aber da war er wenigstens noch zu ertragen. Hier fiel es mir tatsächlich sehr schwer, ihn zu ertragen. Einfach erschießen.
Ja. Ja, das. Ich mochte ihn bei seinen ersten Auftritten, weil er noch dieses komplett Bizarre hatte. War halt komplett überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Hier ist er einfach ein Arschloch. Ja, und ja. Ich finde den Namen so witzig in diesem Zusammenhang. Das ist ein Insider-Witz, den müsst ihr nicht verstehen. Okay. Ja, du meinst, wir müssen hier fleckflüchig werden? Nee, ich glaube eher, dass der Fleck sauer war. Okay, das war jetzt wirklich ein Insider. Ja. Das Camp wünscht sich bestimmt einen Fleckenentferner. Okay, machen wir weiter. Was ich schön fand, war ja auch Hawkeyes Erfüllung seiner Dienste. Also wo dann Raider kommt, ja, ihr Bericht war kurz, knapp und völlig sinnlos. Und, Ich unterschreibe doch nichts. Dieser Krieg wird nicht in meinem Namen geführt. Ja. Ja, aber fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Wir haben hier nämlich eine Figur, die wir schon kennen. Und die im Abspann diesmal zum ersten Mal den Namen bekommt. Wir haben Jeff Maxwell, der hier zum ersten Mal Igor genannt wird. Igor Straminski. Mhm. Stimmt, der rannte da auch durch, ja. Und den werden wir noch öfters sehen. Genau, er hat in mindestens 83 Episoden von MASH mitgespielt. Okay, welcher war das? Der geschossen hat. Genau, der hat eine Kanone. Okay, ja, stimmt. Der ist dann ja öfter mal so als Koch und hast du nicht noch gesehen. War der nicht auch in der Episode davor der MP? Nee, ich glaube, der MP ist immer dasselbe. Okay. Ja, stimmt, der tritt häufiger mal, glaube ich, als Koch auf. Und auch so irgendwie als Arsch vom Dienst, also. Ja, ich glaube, den haben sie auch ein bisschen dafür gecastet, wie er ein möglichst dummes Gesicht machen kann. Ja, wenn Frank nicht reicht, braucht man mehr dumme Gesichter. Mhm. Ja, Frank ist ja schon als Frettchengesicht besetzt. Also nochmal ein, der sich wenigstens bemüht, aber dennoch dumm aus der Wäsche guckt, das ist schon eine ganz andere Rolle. Schön fand ich ja auch Hawkeyes Morgenroutine. Als er gleich zum Aufwachen erstmal einen Martini in die Hand gedrückt kriegt. Naja, meine Nieren hatten eigentlich einen Orangensaft erwartet. Dämliche Nieren. Selber schuld. Aber es ist ein sehr guter Martini für einen, der heute Morgen erst angesetzt wurde. Ja, ein guter Jahrgang. Aber in dieser Folge merkt man auch wieder, wie schon in den letzten, dass Trapper ja immer unwichtiger wird. Ja. Und deswegen dachte ich mir, wir gucken uns mal Wayne Rogers an. Den Schauspieler, der Trapper hier spielt. Geboren 1933 in Birmingham. Alabama. Hat ja viel Zeug schon seit Ende der 50er gespielt. Viele kleinere Rollen, darunter schöne Filme wie Hydra, Verschollen in Galaxis 4. Und er hat dann in MASH die Rolle angenommen, weil er dachte, es ist wie im Film und er ist so die zweite Hauptrolle. Aber er ist halt immer mehr hinter Hawkeye zurückgefallen und wollte schon nach der ersten Staffel aussteigen. Dann hat man ihm gesagt, nee, wir machen deine Rolle größer. Hat nicht geklappt, nach der zweiten Staffel wollte er aussteigen. Da hieß es, nee, wir machen deine Rolle größer. Und naja, man sieht ja, was draus geworden ist. Deswegen hat er die Serie dann nach 3 Staffeln auf eigenen Wunsch verlassen. Wobei ich sagen muss, das finde ich ehrlich wirklich schade. Ich meine, ich liebe seinen Nachfolger von ganzem Herzen, aber schade ist es trotzdem um den Charakter. Ja, vor allem... bei seinem Nachfolger haben sie es dann hier hingekriegt, dass er eine größere Rolle spielt. Ja, und man hätte schön gerne mal die drei zusammen im Sumpf gesehen. Mhm. Das wäre bestimmt interessant. Ich glaube, es wäre interessant, ja, da gebe ich euch recht. Aber ich glaube, da wäre tatsächlich ein zu krasses Gegengewicht gewesen gegenüber Frank. Das wäre dann nicht mehr, also ausbalanciert ist es auch so schon nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also Frank ist natürlich das absolute geistige Fliegengewicht, das überhaupt als Gegengewicht zu nutzen, ist schon eine, ja.
Wobei ja Frank ja später auch wieder ersetzt wird. Und das ist halt so dieses, ich weiß gar nicht, welche Mesh-Besatzung in diesem Sumpf mir eigentlich die liebste ist. Muss man so zu sagen. Nicht sicher. Ich auch nicht. Das wird interessant, das hier mal so wirklich dein Auge drauf zu halten, während wir das gucken. Mhm. Also meiner Meinung nach, mir wäre, wie heißt der noch Gamer von Körper? BJ. Mir wäre Hanukkah eigentlich am liebsten gewesen Hawkeye, BJ und Frank. Das ist eigentlich mein. Ja, wobei der andere, wie hieß er noch? Wie hieß der? Charles Emerson Winchester, der Dritte. Ja, bitteschön. Dankeschön. Dass der halt dann bei den doch auch sehr starken zwei Charakteren mit BJ und Hawkeye dann halt eben doch mehr Gegengewicht hat, als ja, vielleicht Frank sogar hätte machen können. Also zumindest als die Figur, wie sie sich halt entwickelt. Ja, er ist halt ein intelligenterer Gegenspieler. Ja. Aber nochmal kurz zurück auf Wayne Rogers. Es gibt auch das Gerücht, dass er aus der Serie ausgestiegen ist, weil er bereits zu dem Zeitpunkt mit seinen Finanzgeschäften mehr Geld verdient hat als Schauspieler. Deswegen hat er auch in der Spin-Off-Serie Trapper John M.D. die Hauptrolle abgelehnt. Er hat nämlich seit Anfang der 70er Jahre, da haben viele seiner Bekannten viel Geld durch Finanzspekulationen verloren. Und Rogers hat angefangen, sich für Investmentstrategien zu interessieren und hat eine eigene Finanzberatungsfirma gegründet, unter anderem Kunden wie Peter Falk oder James Caan. Und er war so erfolgreich, dass er dann später zu einem Vizepräsidenten von Swifty Surf, einer Supermarktkette mit mehr als 500 Filialen, aufgestiegen ist, hat eigene Bühnenstücke und Filme produziert, hat ein eigenes Weingut und war regelmäßig mit einer Investmentsendung auf Fox News zu sehen. Das ist auch sowas, was man eigentlich gar nicht so denkt, wenn man ihn so sieht. Nee, ist richtig. Ja, wobei man jetzt nochmal, um das mal kurz auf Frank zurückzukommen. Was mich hier wundert, ist, dass Frank ja sonst immer eigentlich das Kommando übernehmen will. Und das, was für mich eigentlich das Witzige aus diesem Charakter macht. Weil ich glaube, durch Henry und Frank zusammen, das ist eigentlich die gute Kombination. Dass Henry eigentlich ein guter, ich sag mal, Menschenführer ist, der halt einfach das Camp so auf seine, ich sag mal, Papi-Art und Weise leitet. Und Frank ja eigentlich dieser Militärüberflieger sein will, es aber einfach aufgrund mangelnder Leistung nicht ist. Und das ergibt ja eigentlich diesen Charme dieser ersten Staffeln von MASH, dass man diesen, und das hat man jetzt ja genau wieder, dass Frank eigentlich das Kommando übernehmen will. Aber was mich denn wundert, dass man jetzt quasi diese ausführende Rolle einfach an Hawkeye weitergibt. Und normalerweise hätte Frank ja doch viel mehr Chancen jetzt gehabt auf Desaster und sonst was, was mich in dieser Folge echt wundert. Weil das ist eigentlich das, was Frank ausmacht. Dieses nicht mit Waffen umgehen wollen und immer Soldat spielen wollen. Was Frank eigentlich so ausmacht in meinen Augen. Bin ich bei dir. Ja, wobei ich würde dir aber widersprechen mit der Art, wie Henry das Camp führt. Ja. Henry lässt das Camp sich selbst führen und ist damit außergewöhnlich erfolgreich. Ich glaube, das ist es eher. Ja, in der Führungstheorie gibt's ja das. Es gibt halt dieses berühmte Führen quasi mit Händen weglassen und das Micromanagen. Also so gesehen gibt's ja verschiedene Führungsstile. Und Henry macht einen sehr erfolgreichen Führungsstil, indem er halt nicht führt, um es mal so zu sagen. Es gibt ja auch Manager, die bewusst sagen, okay, mein Team funktioniert, indem ich mich nicht einmische. Ja, aber zum Beispiel Potter hat sich ja, naja gut, er hat sich schon eingemischt, aber also wenn Vaterfigur, würde ich eher Potter sagen als Vaterfigur. Ja, ob es jetzt eine Vaterführungsrolle ist oder eher der gute Kumpel oder so, darüber kann man jetzt streiten. Okay. Aber es ist jetzt dieser Vergleich zu Frank, der sich ja an seine Vorschriften hält und immer in Uniform, und Henry, der halt quasi den Leuten auch vorlebt, ich renne hier mit meinem Angelhut rum und mit meinem Hawaii-Hemd und seht das mal alles ganz locker, wir wollen hier den Krieg alle nur überleben. Diesen Kontrast, den braucht man auch für Frank und auch für den Rest des Sumpfes. Diese Kombination braucht man einfach, damit das funktioniert. Und das wundert mich, dass diese Kombination in dieser Folge weniger kommt. Also Major Quadrat taucht nicht in voller Besatzung richtig auf, also Hot Lips und Frank, die hier normalerweise sonst mal völlig durchdrehen, wenn sie Kommando haben können. Man hat weniger
Ja, also insgesamt, das ist sehr Hawkeye-zentriert, diese Folge. Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja, klar. Also, obwohl er sich ja um den Posten jetzt nicht so richtig gerissen hatte, also eher gar nicht. Und er hat sich ja auch erbeten, oder was heißt erbeten? Er hat halt gesagt, hier, Waffe kannst du stecken lassen, die nehme ich nicht. Ich habe da, wie war das, ein Abkommen mit dem Pentagon geschlossen, wenn ich in den Krieg gehe, dann kriege ich keine Waffe. Oder nehme ich keine Waffe? Ja, seine Abneigung gegen Waffen, das hatten wir ja schon öfter. Das finde ich aber auch sehr sympathisch an ihm. Er sagt, ich mache hier den Scheiß mit, weil ich muss. Aber es gibt manche Sachen, vergiss es, das mache ich nicht. Und die Waffen gehören halt dazu. Genau. Ja, meine persönliche Lieblingsszene in dieser Folge war tatsächlich, als Klinger das erste Mal von der MP nach Hause gebracht wird, in seinem schönen Abendkleid. Und Hawkeye nur, Klinger, werdet your mother and I go wrong. Das war das zweite Mal, das erste Mal. Okay, nur das zweite Mal. Das erste Mal als Nonne, oder? Das ist ja der witzige Kontrast. Das erste Mal, als ihn bringen, hat er sich als Nonne verkleidet und das zweite Mal stimmt. als Prostituierte. Ja, beim ersten Mal gibt es auch so schöne Zitat, als Offizier vom Dienst erlaubte Captain Pierce einer behaarten Nonne zu desertieren. Genau. Ja, Klinger ist wieder großartig, das kann man nicht oft genug sagen. Auch in dieser Folge wieder ein Highlight. Ja. Naja, ansonsten, wie gesagt, muss ich aber sagen, habe ich mit der Folge jetzt nicht so viel Spaß gehabt. Die war mir ein bisschen zu lasch. Weil der Effekt für Fleck ist bei mir schon abgeflaut, dadurch wir ihn ja schon kennen in seiner Art. Ich meine, wie er sich da mit dem Röntgengerät das letzte Mal und so, der Effekt, glaube ich, kommt nicht mehr so richtig bei mir. Okay, ja. Das kann aber, wie gesagt, daran liegen, dass man ihn schon kennt. Gut, der Satz war natürlich, ja, wir haben noch ein Mikrofon von dir vom letzten Mal im Scheißhaus versteckt. Wir dachten, wir nehmen dir ein Album auf. Wir furzen dir ein Album zusammen, das fand ich sehr schön, ja. Das war ein schöner Spruch, aber ansonsten habe ich eigentlich an diese Konstellation Hawkeye und Flecken nicht so viel Spaß gehabt. Also, ich mochte ja seine ersten Auftritte, aber hier ist er nicht gut geschrieben. Er ist einfach nur ein einseitiger, eindimensionaler Bösewicht. Genau. Ich glaube, er wird wieder interessanter später, aber hier auch von der Handlung her, ja, er will rettet mir den Gefangenen, damit ich ihn exekutieren kann. Wir hatten schon so ähnliche Handlungen und ja, so toll ist das jetzt auch nicht. Ja, insgesamt fühlt sich diese Folge sehr schlecht geschrieben an. Also sie ist, also sagen wir mal so, es ist nett, dass Hawkeye in seinem roten Bademantel mit der Armbinde und dem Waffengürtel rumschlurft. Und dem Cowboyhut. Aber das ist jetzt nichts, was ich nicht auch schon im Dienst so gesehen hätte, so nach dem Motto. Also es ist nett gemacht, aber ja, es ist eine Füller-Episode gefühlt. Also macht man TM das wirklich so auch in... Sagen wir es mal so, bei den Atomwaffenkräften der USA gibt es einen Einheitspatch, wo dann draufsteht Death Wears Bunny Slippers, weil da die dafür bekannt sind, dass dadurch, dass sie ja 2 Wochen lang eingeschlossen werden und man da nicht rankommt, dass dort die Uniformvorschriften, sage ich mal, sehr kreativ sind. Und wenn du auf dem Schiff unterwegs auf See bist, ja, also ich hatte einen Kommandanten, der lief mit einem Sportanzug und einer Mütze Reiseleiter den ganzen Tag durch die Gegend. Auch sehr schön. Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Ich fand es auch so ein bisschen Füller einfach, weil ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen schade, wie Hawkeye dann am Ende, ja gut, mit seinem Plan im Hinterkopf, aber wie er dann da halt quasi nachgeben musste. Das hat irgendwie dem ganzen Rest, es hat so überhaupt nicht zum ganzen Rest gepasst. Ja. Hat's nicht, aber das war ja dann nochmal ein Twist dahinter. Und ich fand, das war in dem Moment irgendwie aber auch schon absehbar. Mhm. Also der hat nicht die ganze, oder ich hatte, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, der hat jetzt nicht den ganzen restlichen Bums gemacht, nur um dann zu sagen, ja, okay, dann halt nicht. Aber ich gebe euch recht, das war auf jeden Fall so ein bisschen an die Klimaptisch, das ganze Ding.
Ja, und das ist halt auch so merkwürdig. Also, weil du hast diese Witze mit den Eingeborenen, mit den Locals. Und dem Schneider, der ja zum Schluss noch diesen Nadelstreifen mit den Querstreifen produziert hat. Der sehr sensationell ist. Aber da sieht man mal, wie viel Ordnung ich von Mutter habe. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ich auch nicht. Naja, du machst die Nadelstreifen nach unten, damit du länger und eleganter wirkst. Wenn du so breitstreifig, das sieht halt einfach ein bisschen, du siehst halt sehr breit aus. Das sieht man ja auch, wenn er durch die Tür kommt. Durch diese Streifen wirkt er halt unglaublich breit. Flo, ich weiß, warum wir Freunde sind. Ja. Nein, aber das ist so, ich meine, hätte man diesen Teil mit den Eingeborenen genommen und wie man ja früher dann schon hatte, wo die Bauern das Camp besetzen wollten oder sonst was, das wäre ein Plotpoint gewesen. Dieses mit dem Gefangenen alleine wäre halt auch ein Plotpoint gewesen, dass das Major Quadrat das Camp wieder mal auf den Kopf stellen will, wäre auch ein Plotpoint geworden. Das sind alles so Plotpointe, die man schon irgendwie in Staffel 2 ohne in Folgenlänge hatte und das haben sie jetzt alles zusammengeschmissen, mal kurz gerührt und es fühlt sich so ein bisschen an so, oh, wir haben noch einen Papierkorb aus dem Schreiberraum von der zweiten Staffel, lass uns daraus mal schnell eine Folge machen. Ja, da bin ich bei dir. Ich muss ehrlich zugeben, für mich ist der einzige Grund, diese Folge zu mögen, der Satz "He will be turned over to military intelligence as soon as somebody can be found with military intelligence." Und das zweite war natürlich dann tatsächlich der Moment mit dem Teddy von Radar. Genau, also die Szenen zwischen Radar und Hawkeye mag ich auch sehr, wenn Radar sich so ein bisschen ziert, sich vor Hawkeye auszuziehen. Ich habe mehr Unterwäsche gesehen, als du je besitzen wirst. Ja. Und aber auch dann, wenn Radar erzählt, wo er sein Teddy her hat. Ja. Das Ganze. Von seinem Bruder. Ja, das Ganze ist aber auch wieder ein bisschen durcheinander. Wir haben ja schon öfter, dass die Familienverhältnisse immer ein bisschen chaotisch sind. Radar hat in einer anderen Folge oder wird in einer anderen Folge einen Bruder erwähnen, der als Kind gestorben ist. Und hier erwähnt er einen Bruder, der irgendwann als F4, also ausgemustert wurde und jetzt in einem Supermarkt arbeitet. Und der hat ihm den berühmten Teddy geschenkt. Ach, mit F4, das habe ich gar nicht verstanden. F4F. Ich hab das gedacht von seinem kleinen Bruder. Also 4 Jahre. Nee, nee. Verstanden. Mit dem Supermarkt, den Satz, den habe ich schon gar nicht mal gehört. Ich hab das so, aber da, wie gesagt, ich habe die Englische gesehen. Ich hab das so verstanden, ja, das ist so ein Supermarkt-Angelgerät. Den hat mein kleiner Bruder aus so einem Angelgerät und der hat ihn mir geschenkt. So hatte ich den Witz verstanden. Nee, der Bruder ist Packer im Supermarkt. Der wurde ausgemustert und ja. Ja, schön ist dann am Ende noch, wie eben Hawkeye dann so seinen Abschlussbericht diktiert. Father and Teddy Bear doing nicely. Mhm. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn, ich meine, Raider ist doch Ja. Zu Raider muss man doch lieb sein. Ja, ich fand's aber, ich sehe es ähnlich, dass das halt einfach alles zu viel zu ineinander gematscht war, eben mit diesen vielen verschiedenen Handlungen, die da irgendwie gerade so parallel und das mit den geklauten Kinder und dann halt irgendwie der geklaute Teddybär von Raider und irgendwie diese Lachs, die da halt ständig auf der Matte stehen und sich irgendwie Hilfe abholen, was ja okay ist, aber und dann halt eben das mit Fleck noch und ja, irgendwie hat das irgendwie alles hinten und vorne nicht so richtig zusammengepasst. Man hätte daraus wirklich ein Ensemblestück machen können, das heißt, was weiß ich, die klauen Kinder zusammen mit dem Vater, die ganzen Kim Lux zusammen mit, was weiß ich, Trapper, Hawkeye schlägt sich mit Fleck rum, da hätte man das so ein bisschen, so hängt alles an Hawkeye und es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nicht gut ausbalanciert. Ich sprich's mal so aus. Ich glaube, das Problem ist, dass es keine Dear-Dead-Episode war. Das wollte eine Dear-Dead-Episode sein und es ist keine geworden. Das heißt Dear-Dead, also hier, dass er eigentlich die ganze Zeit nur seine Ruhe haben wollte und pennen. Nee, Dear-Dead. Nee, Dear-Dead. Wo er sein Vater die Briefe schreibt. Ah, das habe ich gerade einfach falsch verstanden. Ja, das weiß ich. Oder wie er, ich glaube, dann war das in irgendeiner späteren Episode, wo er so ein Aufnahmegerät hat. Ja, stimmt, das kommt noch.
Ja, das ist so nach Motto, es wäre nett als Episodengeschichte, wo Hawkeye das Ganze einfach nur ironisch kommentiert oder auch einfach nur ein Radar-Report, wo Radar einen Report runterschreibt. Mhm. Weil, wie gesagt, wir sehen zu wenig von Major Quadrat. Die haben jetzt die Macht und normalerweise drehen die durch. Wir sehen zu viel, zu wenig von Trapper und. Das ist auch das Problem. Wir haben Frank und Margaret in dieser Machtposition. Und das reicht nun mal schon als guter Bösewicht. Und dann wird da noch ein lahmer Fleck reingeschrieben und dafür die anderen komplett rausgelassen. Es ist einfach nicht gut. Einen schönen Punkt hatte das Ganze dann aber am Ende noch, als eben diese Entlassung eben auf Geheiß und auf Verantwortung von eben Colonel Fleck gemacht werden sollte, wo Frank dann eigentlich zwischendrin kurz so komplett überrascht war, dass er ja eigentlich selber Arzt ist. Genau, keine Angst, Frank, dein Geheimnis ist bei uns sicher. Mhm. Deine Patienten werden es nie erfahren. Und wie in der ersten Episode haben wir hier beim Zapfenstreich morgens wieder im Hintergrund, das sehe ich nämlich hier gerade, wieder einen indischen Soldaten stehen. Wahrscheinlich der hat sich wirklich gut getarnt. Ist das einfach immer dieselbe Szene, die sie in der kompletten Staffel verwenden? Ja, okay, wir filmen jetzt einfach mal ein paar Appellszenen. Ja. Und schneiden die dann halt immer so zusammen. Das kann hier nicht sein, hier hat Klinger kein Kleid an. Ja gut, den kann man ja, ja auch sehen. Da, also das ist, ich vermute, die haben wirklich erstmal so ein paar Folgen hintereinander weg, ein paar Appelle aufgenommen. Wobei Klinger einen sehr, sehr schönen Nagellack hatte. Flammende Liebe. Ja. Muss ja alles zusammenpassen. Genau, was nicht zusammenpasst, ist die Insignien an Flex Uniform, die ihn als Mitglied des Geheimdienstes ausweisen. Denn das Symbol, das er trägt, ist erst 1962 eingeführt worden und wir befinden uns immer noch im Jahr 1950. Oh. Okay. Jo, haben wir noch was oder wollen wir in die Bewertung gehen? Also ich hätte jetzt tatsächlich nichts mehr dazu. Nö. Also waren keine besonders tollen Zitate dabei? Nee, ich habe auch nicht mit der Folge schon abgeschlossen. Ja, dann bringen wir es denn zu Ende. Wie bewertet ihr diese Folge? Also ich persönlich würde sagen, wir geben 3 von 5 High Heels beim Zutreten. Das war übrigens auch mit einer der besten Sprüche in der Folge. Aber ich, wie gesagt, es hatte viel Potenzial, aber man hat es einfach konsequent umschifft. Ja, ich gebe maximal 3 von 10 Major Quadraten. Also die fehlten hier in der Folge einfach massiv. Das wäre witzig geworden, hätten die sich so ein bisschen gegen Hawkeye gestemmt und so. Aber so ist es halt einfach wirklich ein Füller. Ich gebe mal 3 quergestreifte Nadelstreifenanzüge und lege noch einen wiedervereinten Teddy drauf. Ich würde der Folge 4 Nagellackfläschchen flammende Liebe geben. Und ich tatsächlich auch irgendwie 3 geklaute Teddys. Ja, ich sehe die Folge jetzt auch nicht als Highlight. Ich gebe 4 von 10 behaarte Nonnen. Jo. Ja. Genau. Ja, dann lasst uns mal alle zusammen uns von Fleck vom Acker fahren und vielleicht finden wir uns ja doch wieder in diesem Camp wieder zusammen. Wer weiß das schon? Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao.